Das Jahr 2017 ist das Jahr der Edelmetalle und der Goldgräber. Thorsten, schön, Sie wiederzusehen. Heute geht es um das Gold, um Edelmetalle und natürlich um die Goldgräber. Das Jahr 2017 verspricht einen positiven Goldtrend. Erzählen Sie uns bitte mehr. Wir glauben, dass der Goldpreis in diesem Jahr um 20% steigen wird. Bis zum Jahresende müsste der Preis ungefähr bei 14,50 liegen. Die Aussichten des Silbermarktes sehen sogar noch vielversprechender aus. Auf dem Diagramm ist der Trend des physischen Goldpreises und der Goldgräber dargestellt. Der Goldpreis steigt wieder und mit ihm auch die Linie der Goldgräber, während das vergangene Jahr uns eher enttäuschende Resultate gezeigt hat. Warum steigt die Bilanz der nationalen Banken? Die Europäische Zentralbank zum Beispiel kauft monatlich Staatsanleihen im Wert von 80 Milliarden Euro. Das ist hier sehr gut auf unserem Diagramm dargestellt. Warum ist dieser Trend langanhaltend? Und warum ist dieser Trend eine solch große Unterstützung für den Gold- und für den Silbermarkt? Dazu müssen wir uns das Gold etwas näher ansehen. Das Gold ist ein Rohstoff und eine der stärksten Währungen überhaupt, die aber stark beeinflussbar ist, und zwar von der Geldmenge, also von den Handlungen der Zentralbanken und von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung. Währungen werden gerne als Währungspaare betrachtet, solche wie das Euro-Dollar- oder das Rubel-Dollar-Paar zum Beispiel, während das Gold genauso als ein Währungspaar gegen jede andere Währung gestellt wird. Daraus folgt, dass größere Geldmengen und größere Bilanzen den Goldpreis positiv beeinflussen werden. Papier kann man ja jederzeit drucken. Ja, Papier kann man problemlos drucken, Gold kann man aber nicht einfach so drucken. Man kann Gold zwar nicht drucken, man kann aber die eigenen Goldreserven erhöhen. Was wird passieren, falls die Notenbanken von Brasilien und von China ihre Goldreserven erhöhen? An dieser Stelle möchte ich die zwei Vereinbarungen ansprechen, welche den Banken vorschreiben, wie viel Gold sie verkaufen dürfen, damit der Markt nicht unter Druck gerät. In den letzten paar Jahren hat sich aber einiges getan. Die Banken haben begonnen, Gold zu kaufen. Russland zum Beispiel hat sehr große Goldmengen gekauft. Die Situation mit der chinesischen Notenbank ist noch unklar. Die öffentliche Information besagt, dass der Ankauf in diesem Quartal etwas geringer ausfallen wird. Für die Banken gilt das Gold als eine Art Rückversicherung der eigenen Bilanz, da der Wert solcher harter Währungen innerhalb eines Jahres um 1 bis 2% steigen kann, während ein 5 bis 10%iger Zuwachs durch größere Geldmengen generiert werden kann. Für China, Indien und Brasilien hat sich dies als eine tolle Möglichkeit einer Vermögenssteigerung erwiesen. Dafür ist aber eine höhere, durch Gold rückversicherte Anteilsmenge notwendig. Können wir annehmen, dass der Goldpreis im Jahr 2017 steigen wird? Ja, für unser Unternehmen sieht der langfristige Goldtrend durchaus vielversprechend aus. Thorsten, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war Dr. Thorsten Dennen, der Chefstratege bei Tiberius Asset Management AG. Dieses Unternehmen rechnet mit einem 20%igen Anstieg der Goldpreise in diesem Jahr. Und dieser Meinung sind wir auch. Mein Name ist Jochen Steiger. Diese Ausgabe entstand in Kooperation mit Dukascope TV. Bis bald. Thanks for watching us. Bye bye from Geneva.